Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und als allererstes einmal ein riesen Dankeschön an meine ersten 350 Abonnenten. Das Ganze haben wir jetzt in 7 Wochen gemeinsam geschafft und ich bin richtig begeistert von eurem Support. Ich merke, die Videos kommen gut an. Ich merke auch, dass ihr euch immer mehr für das Thema interessiert und das ist auch der Sinn und Zweck des ganzen Kanals. Ich möchte, dass wir einfach alle so ein Stück weit mehr in die Kryptowelt eintauchen und uns gemeinsam so ein bisschen Fragen und Antworten geben auf alle möglichen Dinge. Und als kleine Belohnung dafür, dass wir uns in den letzten Wochen so reingehangen haben, habe ich mir mal angeschaut, welche Videos von euch am meisten aufgerufen wurden. Daraus schließe ich dann auch, dass dementsprechend wahrscheinlich das größte Interesse an diesen Videos ist. Und das war in diesem Fall Ripple. Deshalb heute einmal 3 Gründe für euch, warum Ripple meiner Meinung nach noch bis zum Ende dieses Jahres sein All-Time-High erreichen wird. Und diese Gründe werde ich euch ganz rational aufschlüsseln, also ohne große Emotionen und ohne eigene Empfindungen, sondern einmal werde ich auf die Wirtschaftlichkeit eingehen, warum es also wirtschaftlich ist für diejenigen, die Ripple nutzen. Zweitens, was für einen politischen Hintergrund das Ganze hat. Und drittens gehen wir auch nochmal auf die charttechnische Analyse ein. Also da nur ganz kurz, einfach mal, dass man sieht, okay, da ist eine bestimmte Bewegung im Spiel und die gibt uns jetzt Aufschluss darüber, dass was passiert. Und was passiert, müssen wir natürlich abwarten, aber heute, wie gesagt, einfach mal so 3 Gründe, die ich so sehe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr dazu sagt, aber wir starten jetzt einfach mal. Okay, generell ist es halt so, vielleicht zu Ripple an sich, ihr könnt natürlich gerne die Videos hier nochmal anschauen, da schreibe ich ganz genau rein, was ist, oder erkläre euch, was ist Ripple, wie funktioniert es und so weiter. Ripple ist im Prinzip eine Plattform für Banken, um miteinander zu kommunizieren und um miteinander Transaktionen abzuwickeln. Bezahlt werden die Transaktionen untereinander mit einer Währung, die nennt sich bei Ripple XRP. Deshalb hört ihr auch immer Ripple XRP. Und diese Banken haben folgenden Grund, warum sie das machen. Aktuell ist es ja so, wenn ihr zum Beispiel Geld von hier nach China schicken wollt, aus was für Gründen auch immer, dann müsst ihr natürlich wahrscheinlich so zwischen 3 bis 10 Werktage einplanen, bis das Geld wirklich mal da ist. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Nehmen wir mal an, ihr seid bei der Deutschen Bank, die wiederum überweist das Geld dann erst einmal virtuell an eine andere Bank, die wiederum an die Bank und so weiter, bis man dann irgendwann an der chinesischen Bank ist, die mit eurem Partner, der das Geld erhalten soll, kommuniziert. Das führt natürlich zu viel Zeitverzug und vor allem führt es dazu, dass es auch sehr teuer ist. Das bedeutet, Ripple ist dafür da, um eben hier die Zeit, die wir hier sehen, einfach zu minimieren. Und vor allem die Kosten für solche Transaktionen so gering wie möglich zu halten. Ja, und das ist so der Hintergrund von Ripple XRP. Unterschied zwischen dieser Währung zu anderen Kryptowährungen, die wir zum Beispiel hier in den Top 5 haben, ist die, dass Ripple eigentlich ausschließlich für Banken gedacht und gemacht ist. Ja, Ripple basiert auch nicht auf so einer typischen Blockchain, wie das die anderen Coins tun, sondern Ripple basiert auf bestimmten Protokollen und Skripts. Und das wiederum macht das natürlich auch ein bisschen, ja, anders als alle anderen Währungen. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Man muss also wissen, wer steckt dahinter und wer sind die Nutzer von diesem System. Und wenn man das weiß, weiß man schon einmal, dass wenn Banken in irgendetwas drin sind und investieren, dass das irgendeinen wirtschaftlichen Grund haben sollte. Und das ist auch der erste Punkt, worauf wir eingehen. Wir gucken uns jetzt einmal an, welche Banken aktuell mit drin sind. Ich muss selber mal schauen. So, Payment Providers. Nee, es war, glaube ich, hier bei der Overview. Okay. Genau, da haben wir sie. So, da haben wir sie. Also, hier seht ihr mal so die typischen Mitglieder von Ripple, wenn man so will. Also die Banken, die sich bereits für dieses Bezahlungssystem entschieden haben. Und wir sehen, das sind keine kleinen Minibanken, sondern da ist die Akbank dabei. Das ist die drittgrößte Bank in der Türkei, zumindest vom Volumen. Da ist eine UniCredit dabei, eine Santander. Ich glaube, Santander ist die größte spanische Kreditbank. Unterstützt zum Beispiel viel Formel 1, also da muss auf jeden Fall der Rubel rollen bei denen. Wenn die sich für irgendein Projekt wie dieses hier entscheiden, wird das schon irgendeinen Grund haben. Das ist erst einmal so die emotionale Wahrnehmung. Praktisch gesehen ist es natürlich so, dass da aufgrund dessen, dass die Banken im Prinzip deutlich geringere Kosten haben und alles viel, viel schneller abzuwickeln ist, dass sie den ganz klaren wirtschaftlichen Vorteil haben, dass es viel mehr Volumen an Geld bzw. an Kryptowährung oder an XRP im Markt gibt. Und das führt dazu, dass die Banken aufgrund dessen, dass man nicht mehr tagelang warten muss auf Transaktionen, viel mehr Transaktionen durchführen können, viel mehr Menschen damit ansprechen können und man eben ganz schnell untereinander, miteinander kommunizieren kann, miteinander Geld hin und her überweisen kann und Banken viel schneller Kredite vergeben können und so weiter und so fort.
Das heißt, wir beschleunigen nicht nur die Transaktion an sich, sondern wir beschleunigen auch generell den Zuwachs an Volumen, was Banken brauchen, um arbeiten zu können mit dem Geld. Und wenn man sich gerade mal so vorhält, dass in letzter Zeit eher Geld immer mehr verrufen ist, dass sogar schon über Bargeldabschaffung diskutiert wird und dass ständig neues Geld gedruckt wird, um irgendwelche Projekte zu finanzieren oder irgendwelche Banken zu retten, dann merkt man, dass mittelfristig definitiv eine andere Lösung her muss. Und diese Solution, also diese Lösung, wäre in diesem Fall eben über das Ripple-Net machbar und die Banken sehen darin halt ihren großen Vorteil. Das ist also der erste Punkt, warum ich glaube, dass diese Ripple-XRP-Geschichte noch deutlich weiter ausgeweitet wird, weil es einfach wirtschaftlich für Banken ist und sie Überschüsse erwirtschaften können, was mit Geld- und Nullzinspolitik momentan sehr, sehr schwierig ist. Ja? Das zweite Thema ist, wenn wir uns mal hier das Ganze anschauen, sehen wir, was für eine Marktkapitalisierung hier in Ripple-XRP ist. Das heißt also, die Banken, um miteinander kommunizieren zu können und um Ripple zahlen zu können, haben sie sich natürlich großzügig mit Ripple eingedeckt. Und diese großzügige Eindeckung sehen wir jetzt auch hier. Wir sehen also, wir haben über 6 Milliarden Dollar oder 7 Milliarden Dollar fast an Marktkapital bei Ripple drin. Das Besondere hierbei ist aber, dass Ripple auch schon mal über 11 Milliarden Marktkapital hatte. Das heißt, die Banken, und das sind ja die Kunden von Ripple, die waren also auch schon mal bereit, deutlich mehr zu investieren. Das heißt, es hat irgendeinen anderen Grund, warum einige Banken zum Beispiel trotzdem der Kurs jetzt fällt, weiterhin darin bleiben. Einmal natürlich die Wirtschaftlichkeit, aber vor allem auch einen politischen Grund. Und der politische Grund ist der, dass Ripple XRP eine Währung ist, die eigentlich nicht auf einer Blockchain basiert und trotzdem für uns alle in den Top 3 zu sehen ist. Das heißt, die Banken wissen ganz genau, wenn Geld aus irgendeinem Grund mal nicht mehr das gefragteste Zahlungsmittel ist und auch Gold und all diese Geschichten nicht so wirklich akzeptierte oder hoch akzeptierte Zahlungsmittel sind, dann werden die Banken große Probleme bekommen. Und ein dezentrales System ist praktisch der Gegenspieler zu einem Bankensystem. Und das möchte natürlich keine Bank gerne sehen, dass sich der Konkurrent immer breiter und breiter macht und so ein Bitcoin heute einfach mal seine 3.200-Dollar-Marke überschreiten wird. Das sieht keine Bank gerne. Deshalb natürlich das Pendant, also man versucht irgendwie im Game mitzuspielen und hat eben eine Währung, die man künstlich aufpumpt mit Geld. Und das tun die Banken hin und wieder. Ja, in letzter Zeit haben sie ihre Investments zurückgehalten und dadurch ist auch der Kurs immer mehr eingesackt. Wir waren ja schon mal über 40 US-Dollar-Cent. Dementsprechend merken wir, dass sich da so einiges geändert hat an der Philosophie. Aber praktisch sehen wir trotz alledem, egal wie sehr Ripple in den letzten Wochen, Monaten gefallen ist, sind wir immer noch in den Top 3. Und das spielt eine wichtige politische Rolle, wenn es darum geht, die Kontrolle über das Geldsystem, das wir haben auf der Welt, irgendwie zu halten. Und Banken haben sehr, sehr großes Interesse daran, Kontrolle zu haben, denn nur dann können sie auch Einnahmen generieren und diese Einnahmen auch dauerhaft generieren und garantieren. Und das ist der Grund, warum ich ganz fest daran glaube, dass der politische Hintergrund bei Ripple vielleicht sogar noch viel schwerer wiegt als der wirtschaftliche Grund und Ripple demnach eben als breite Brust für die Banken in unserer Kryptowährung-Welt antritt und dementsprechend auch weiterhin zeigen wird, was sie können, alleine um wettbewerbs- und marktfähig zu bleiben. Ja? Und der dritte Punkt ist folgender. Wir schauen uns gerne mal vielleicht kurz vor einmal vorab an, wie Ripple generell zum Markt steht. Ripple ist natürlich an sich eine ganz eigene Währung, aber hat schon gewisse Übereinstimmungen mit Bitcoin und Ethereum. Ich werde euch den Link hierzu einfach mal in die Beschreibung in die Beschreibung tun. Könnt ihr es euch mal genau anschauen. Also Ripple, Bitcoin und Ethereum haben gewisse Parallelen. Und diese Parallelen sind bei einer Chartanalyse nicht ganz außer Acht zu lassen. Denn wenn wir sehen, dass jetzt gerade heute zum Beispiel der Bitcoin sein All-Time-High erreicht und auch Ethereum gerade auf dem Weg ist, hier mit 8% plus auch wieder in die richtige Richtung zu gehen, sollte uns klar sein, dass auch Ripple auf den Zug aufspringt. Und das sehen wir hier. Wir sehen zum Beispiel hier, wenn der Kurs von Bitcoin steigt, zumindest wenn er stark steigt, dann hat das auch immer eine Auswirkung auf Ethereum. Und wir sehen auch, die Auswirkung von Ethereum wirkt scheinbar auch auf Ripple. Also sehen wir die Parallelen dazu. Und das ist ziemlich spannend, wenn man es beobachtet. Und von daher ist das vielleicht ganz praktisch für euch, wenn ihr es euch mal durchlest. Allerdings muss ich sagen, ist das auf Englisch. Wenn einige von euch da Schwierigkeiten haben, kann ja vielleicht einer von euch mal die Fakten rauskristallisieren, ansonsten schreibe ich euch die mal in die Kommentare. Aber ich glaube, den größten Teil habe ich euch heute auch schon erzählt.
So, zum letzten Punkt, wir wollen das Video nicht zu lang halten, geht es um die Chartanalyse. Und wenn wir uns mal die Charts anschauen, vor allem die letzten Tage, wir sind jetzt mal hier so ab 14. Juli, gab es immer wieder diese blaue Linie. Ich hoffe, die könnt ihr da gut erkennen. Ich mache es mal ein bisschen größer. So, ihr seht hier immer die blaue Linie. Und diese blaue Linie ist sozusagen unsere marginale Linie. Diese marginale Linie ist der Support. Das ist sozusagen die Linie, bei der Ripple entscheiden wird, ob sie einen Breakout, also einen Aufschwung haben oder einen Breakdown. Und wir sehen, dass immer an dieser Grenze, wenn sie kam, irgendetwas passiert ist. Zuletzt zum Beispiel, ich mache mal die Werbung hier weg. So, zuletzt zum Beispiel am 18. Juli, da waren wir wieder an der Grenze zu 17, hier seht ihr es an der Seite immer, 17 in 0,1788 Cent. Und dann hat sich entschieden, dass er wieder fällt. Kurz gestiegen, aber immer wieder unter diese Grenze gerutscht. Und immer wenn er wieder kurz vor der Grenze war, das hat er jetzt einige Male versucht, scheitert er wieder das Ganze, weil der Support scheinbar nicht da ist. Jetzt aber sehen wir die Abstände zwischen den Momenten, wo er an diese Schwelle kommt, sind in den letzten Tagen immer kürzer geworden. Das heißt, man merkt, wenn man sich jetzt mal wieder das Ganze kleiner macht, dass Ripple eine unglaubliche Rallye hingelegt hat, gerade zu Beginn des Jahres. Da ging es meterweit bergauf, dann wieder bergab, dann wieder bergauf und so weiter. Eine richtig spannende Rallye. Alle waren total gehypt von Ripple. Und dann irgendwann hat sich so der Schlendrian eingeschlichen und es ging immer mehr bergab. Ja, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo Ripple irgendwann mal so ein All-Time-Down erlebt hat hier. So für uns, so 14 Cent fühlt sich an wie das Tief überhaupt. Und dementsprechend gab es dann auch das erste Mal wieder eine Gegenbewegung, die war hier am 18. Juli. Und da war, wie gesagt, das erste Mal so die Entscheidung, geht es jetzt wieder richtig bergauf oder nicht? Und leider hat sich die Gemeinde, die sich für Ripple interessiert, eher für eine Seitwärtsbewegung entschieden. Viele haben also gehalten, weniger verkauft, aber eben auch nicht nachgekauft. Und das führt zu dieser extrem langweiligen Seitwärtsbewegung in den letzten Wochen. Die zieht sich so durch, aber wir merken, dass immer mehr Schwung aufgenommen wurde über die letzte Zeit. Und wir jetzt sozusagen quasi, zumindest meiner Meinung nach, kurz vor dem Absprung stehen. Wir sind jetzt wieder genau heute an der Grenze zu 0,1788. Und diese Grenze, Moment, ich schaue mal, ob ich es nochmal größer kriege. Jawohl. Diese Grenze wird heute entscheiden, ob der Ripple-Kurs jetzt erst einmal wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt oder ob wir uns wieder nur in einer Seitwärtsbewegung bewegen. Da ich aber sehe, dass der Bitcoin heute sein All-Time-High hat und ich auch davon überzeugt bin, dass Ethereum nachlegen wird, wird sich meiner Meinung nach ganz klar und schlüssig ergeben, dass auch Ripple nachziehen wird. Und meine Prognose, um jetzt mal auf genaue Zahlen zu kommen, ist die, dass Ripple noch bis zum Ende diesen Monats, also ich denke mal bis zum Ende dieser kommenden Woche, also heute ist Samstag, ich denke mal bis nächste Woche, Sonntag, sollte definitiv zu unserem neuen Wochenreport auch der Ripple-Kurs bei über 20 Cent sein. Ansonsten denke ich, dass bis zum Ende August, bis in die erste Septemberwoche hinein, der Kurs auf über 25 Cent gehen wird. Und dieses Mal meine ich 25 Euro Cent. Ja, das heißt, wir sind in einem kurzen Zeitraum und ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und mache eine Prognose für eine sehr, sehr kurze Zeit, die vor uns liegt. Ganz einfach, weil ich den Markt schon sehr, sehr lange beobachte. Okay, das war's hierzu. Ich hoffe, ich konnte den kleinen Fans von Ripple XRP unter euch oder auch den Skeptikern ein paar Infos an die Hand geben, die euch vielleicht weiterbringen. Wenn ich was vergessen habe oder ihr noch irgendwelche Besonderheiten habt, die ich vielleicht gar nicht kenne, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst doch einfach einen Daumen für mich nach oben da und seht zu, dass wir weiterhin so viele neue Fans abonnieren oder viele neue Fans den Kanal abonnieren, damit wir die Database an Wissen einfach immer größer bekommen. Und das wäre natürlich der absolute Traum, wenn wir irgendwann ein Riesennetzwerk haben, wo wir alle miteinander kommunizieren, wo hin und wieder neue Videos kommen, ihr mir Tipps gebt für Videos. Und ja, das wäre das Genialste überhaupt. Bis dahin wünsche ich euch einen richtig, richtig geilen Abend. Macht euch einen richtig schönen Samstag und einen schönen Sonntag. Morgen hören wir uns wieder zum Wochenreport. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.